Ja, Leute, willkommen zurück zu Max Payne. Ja, wir sind jetzt hier und laut diese komischen Typen, der uns angerufen hat, ist uns die Polizei schon dicht auf den Fersen. Aber irgendein Kontaktkerl hat uns angerufen und wir haben hier noch am Ende zwei Leute erledigt. What the fuck, ey? Okay, hier bricht alles zusammen. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Ja, hier ist ein Schloss davor. Soll ich nochmal schnell speichern? Nee, habe ich eh vorher gemacht. Someone had left a letter on the counter. Einfach mal nachladen. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagnidi was his usual self. All talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they could be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing he could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. Ich finde es ab und zu ein bisschen überflüssig, dass sie da so Cutscenes einbauen. Okay, er trifft mich hier durch den Schelf. Gott sei Dank, wohlgemerkt. Wo? Ah, hier. Alles klar. Trotzdem werde ich hier die Ingrams brauchen. Achso, da komme ich nicht durch. Wow! Okay, die treffen mich doch dadurch. Ja, ich muss die beiden Heilungen reinschmeißen. Hilft nichts. Achso, bin ich jetzt hier für den Arsch reingegangen oder was? Staircase Key. Wo ist denn hier das Staircase? Staircase? Ach, hier vielleicht. Wow, 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 wow. Du läufst mir nicht so rein, Kumpel. Schon gar nicht, wenn ich die Ingrams ausgerüstet habe. Ja, ab und zu geht die Time Bullet ein bisschen zu lange. Eine Granate, ja. Komm her, du Feigling. Ja, die beiden Pistolen gehen einfach am schnellsten. Also nicht schimpfen, dass ich fast nie was anderes benutze. Aber das geht einfach am schnellsten. Okay. Hier ist ein Loch. Ein Abflussloch. Und falls ich mich ein bisschen erkältet anhöre, ja, ich bin leicht verschnupft. Nein! Haha. Verreckt. Oh Mann, habe ich hier gespeichert? Ach, verdammt. Ja, das kann ich ja mal eben überspringen, das kennen wir ja alles. What the fuck, der stand hinter mir? Ja, okay, das war jetzt etwas unverhofft. Und du stirbst, mein Kumpel. Okay, ich dachte mir, wir hätten das hinter uns. Aber egal, macht nichts. Ach, es sind doch Gegner. Kommst du, du Feigling? Wow, wow, wow. Jetzt schützt das Ding ein. Ja, du bist etwas zu langsam gewesen, Kumpel. Und wieder eine Ingram. Ja, ich finde die Ingram ehrlich gesagt cool. Letter on the counter. Ja, das kennen wir jetzt auch schon. Dann speichere ich jetzt nochmal ab, weil... Sicher ist sicher, ne? On the shelf. Ja, ihr könnt so viel schießen, wie ihr wollt. Ihr schafft es ja sowieso nicht. Nochmal, aber ich glaube, ich heile mich nochmal. Ja.
Ja, lauf nie einen Typen hinein, der eine Knarre hat. Beziehungsweise zwei. Wow. Scheiße, das hat mir sogar Energie gekostet. So, du stirbst auch mal, Kumpel. Jawohl, drei Painkillers, zwei werfen wir uns rein. Not smoking, also no smoking, kein Rauchen auf der Toilette erlaubt. Ja, früher in den Teenagerzeiten haben wir auch uns immer auf das Klo begeben, wenn wir unsere ersten Kippen geraucht haben. Ja, das kennen wir alle. Jetzt habe ich ihn nicht einmal richtig getroffen. Und trotzdem stirbt der. Okay, er ist alles eingestürzt. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Kann ich da rüberspringen? Ja, muss ich ja wohl. Wow, wow, wow. Okay, Glück im Unglück, alles wird zerstört. Okay, ob ich sie getroffen habe, weiß ich nicht. Okay, das war jetzt auch eher Glück im Unglück, will ich mal anmerken. So. Okay, den hat's voll über den Tisch gehauen. Jawohl. Ein alter Fernseher, könnt ihr euch an den alten Fernseher noch erinnern, Leute? Wow. Nein! Ja, das war jetzt ehrlich gesagt meine Schuld. Wow. Zack, 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 zack. Wow. Ja, mit der Ingram hat er auch keine Chance gegen mich. Max ist einfach ein zu guter Schütze. Oder weil er einfach scheiß viel aushält. Von mir aus beides. Okay, hier haben wir vorher noch nicht nachgesehen. Naja, ein bisschen Munition schadet ja nicht. Trotzdem speichere ich hier nochmal. So. Ein Bett. Ja, Painkiller. Ja, gefällt mir. Zu der Painkiller sage ich nie nein. Chapter 6. Fear that gives me wings. The bombs that destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. Okay. Wie soll ich jetzt hier vorankommen, wenn das Ding zerstört ist? So, ich muss eh normal runter, alles klar. Aber die Junkies hier tun wir ja nichts, ne? Warum auch? Ich habe ihnen auch nichts getan. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Eine Ratte. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Luigi's Laundry. Kann ich hier überhaupt durch? Nee. Needs a delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. Okay. Dann muss ich wohl hier rein. Ja, anders geht's ja fast nicht. Ist hier auch noch was drinnen? Ah, ein bisschen Beretta habe ich bekommen, alles klar. Okay. Okay, fuck, das hätte ich gar nicht tun müssen, Leute, sorry. Ja, das sind Junkies, denen muss ich normalerweise nichts tun. Wow, wow, wow.
Oh Mann, ey. So. Wo ist hier sonst noch was? Nein, jetzt schieße ich den wieder ab. Ja, sorry Leute, das war jetzt irgendwie einfach das Gefechtsballere hier auf jeden. Also denkt euch nichts. Normalerweise muss man die Junkies, wie gesagt, nicht erledigen. Die tun einem ja auch normalerweise nichts. No, don't shoot. I... You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, 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 the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay, okay, okay. Okay, der wird mich jetzt dahin führen. Ach so, da kann ich gar nicht mehr rauf. Okay, der wird mich jetzt da reinbringen, nehme ich mal an. Sollte er zumindest. Okay, kommen hier noch ein paar. Ja, den einen habe ich am Leben gelassen. So, er wird mir die Tür jetzt öffnen, hoffe ich zumindest. Ja, ich muss den jetzt leider abballern, Leute, weil er hat uns verraten. Gewissermaßen zumindest. So, wo ist der jetzt? Ah, hier ist er. Wow, das sind sogar zwei. Ja, ich nehme die Pumpgun jetzt. Sehr gut, der ist tot. Ja, anders ging es jetzt leider nicht. Aber macht ja an dieser Stelle nichts. Wow, haufenweise Muni. Falschgeld. Hm. Aber hier habe ich trotzdem scheiß wenig Muni. Gut, das heißt, ich werde mir hier die Schrottflinte wieder aneignen. Die Schrottflinte. Und hier wackeln die Waschmaschinen. Ist eh normal, ne? Auch eine Pumpgun. Zwei Painkillers. Jawohl, dann schmeißen wir gleich mal einen rein. Ne, den Lift brauche ich jetzt nicht. Ach so, okay, den brauche ich doch. Gut, dann fahren wir mal. Wohin fahren wir denn? Ja, ich finde diese Aufzugmusik auch immer richtig doof. Weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Komm schon, ein bisschen schneller. So. Das sind ja auch ein paar Freaks, die ich abknallen darf. Mit Sicherheit. Ja, sehen wir es nochmal an. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious Mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Okay. Yo! Die berichten scheinbar noch immer über uns. Und der hat jetzt eine Brechstange dabei. Die jagt mir ehrlich gesagt wenig Angst ein. Oder Kumpel, war der scheißen? Ja, spülen können wir auch, hat er wieder mal vergessen. Dieser Assi. Aber... So,
Soll ich hier raus? Ja. Muss ich sogar. Ich muss da rüber. Alles klar. Jawohl. Das lief ja ganz gut. Nur das... Wäre das auch anders gegangen? Nee, das sehe ich mir jetzt nicht an. Da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Falls ihr Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare, aber... Ein Pelikan. Nee. Diese Senderin juckt mich ehrlich gesagt wirklich nicht. Oder zumindest wenig. So. Ja, ein bisschen Ingram-Ammo schadet ja auch nicht. Jawohl. Ah, da drüben, alles klar. So. Okay, nochmal speichern. Ja, für alle Fälle. Ihr wisst ja, das ist sehr wichtig für mich. Wow. Okay, hier ist alles eingestürzt. Ach so, jetzt sind wir eh wieder hier. Okay. Red, blue or green. It's always red or blue in the movies. Okay, das war geil. Ach, das Ding stürzt einfach um. Okay. Wofür war das jetzt gut? Naja, wir werden es mal herausfinden, denke ich. Alles klar. Kumpel, das ging viel zu einfach. Ihr müsst euch was Besseres überlegen. Wow. Okay, das ging aber auch wieder schnell. Alles... Wow. Das war jetzt fucking knapp. Der ist voll runtergestürzt. Geiler Shit, Leute. Kommst du? Jawohl. Aber das sind jetzt bestimmt mehrere Bastarde. Bin ich mir ziemlich sicher. Das kann sein. Oh, Painkiller. Jawohl. Okay, Ingram. Gogniti, just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my god! Oh god, you shot me! Ah! You're dead, Payne! And what the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gogniti bailed. I made like Chow Yun Fat. Ach, jetzt muss ich diesem Freak auch noch nachrennen, oder was? Ja, sieht so aus. Jetzt muss ich diesen Arsch auch noch verfolgen. Ja, warum auch nicht? Ist auch mal was Cooles. A crumpled letter lay on Gogniti's desk. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone fooled him. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men. That business fast. Gogniti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Ja, das ist nichts Neues. Diese Leute sind immer irgendwie Psychos. So. Okay, da kann ich nicht runter. Ach, sind das keine Painkiller? Das sind normale Dosen. Jawohl. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich diesem Penner hinterher, ne? Wieso kann ich da nicht durch?
Vinny Gogniti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Ja, ich werde ihn schon kriegen. Gogniti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Ist er jetzt rechts oder links gerannt? Ja, ich nehme mal an, dass er hier hingelaufen ist. Oder? Ja, ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Scheiße. Aber er kommt uns bestimmt nicht. Ja, raus können wir hier schlecht. Gogniti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Oh fuck, der ist auf dem LKW rauf. Ja, wie soll ich ihm da bitte nachkommen? Oh, soll ich auch auf so ein Teil drauf, oder was? Ja, ich speichere mal eben. Soll ich etwa auch auf so ein... auf so einen Zug drauf springen, oder was? Hört sich ja fast so an, ne? Ja! Chapter 7 Polizei Brutalität. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors, ice hard and slick under my hands and feet. Somewhere in the background, the wail of sirens, the city howling after me. New York sped by and fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gogniti made his move. Trotzdem, Leute, werde ich an dieser Stelle den Part leider beenden müssen. Ich werde jetzt mal eben abspeichern. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein zu Max Payne. Bis dahin, macht's gut, Leute.